So, meine lieben Freunde, lasst es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal. Wir laufen heute mal ein 100er Rift zusammen und dabei benutzen wir in dieser Season wieder mal den Barbaren mit dem Wirbelwind-Set. Wir sind dieses Mal auf der PlayStation 5 unterwegs, ändert sich aber nichts, also Fähigkeiten und sowas bleibt alles gleich. Fangen wir mal an beim Inventar. Wir spielen auf, natürlich auf hohen Rifts den Schmäher und den kleinen Schurken. Jedes Mal, wenn wir unsere Primärressource einsetzen werden, unsere Angriffsgeschwindigkeit, mein verursachter Schaden und die Rüstung um 5 Sekunden lang um 6% erhöht. Dieser Effekt, den kann man fünfmal stapeln, also ist das schon mal jede Menge. Wichtig hier noch zu sagen, wir haben in dem kleinen Schurken haben wir das Rudiment der Schmerzen mit eingepackt. Das ist bis jetzt so die beste Kombo, die ich gefunden habe. Wenn ihr irgendwelche anderen Kombos habt, da könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und mich wissen lassen. Rudimentär der Schmerzen ist bei mir zum Beispiel, wenn ich mehr als 50% Bewegungsgeschwindigkeitsbonus habe, könnt ihr euch durch die Gegner hindurch bewegen, wodurch sie zurückgestoßen werden und 2 Sekunden lang betäubt werden. Ist später noch wichtig, zeige ich euch gleich mit einem anderen Stein, den ich kombiniert habe. So, reduziert euren kritischen Trefferchance um 15%. Angriffe gegen handlungsunfähige Gegner treffen immer kritisch. Handlungsunfähige Gegner sind, glaube ich, Gegner, die gestunt sind oder sowas. Das machen wir auch mit dem Aufstampfen, mit dem Schmettern durch die Fähigkeit. Zeige ich euch gleich noch. Dann sind die Ressourcenkosten, glaube ich, noch reduziert bei dem Ding und so weiter. Also das sind auf jeden Fall die 3 Stufen. Ritment, Rudiment der Schmerzen. So, na, das ist im Schwert. Armschiene wieder ganz normal. Mortix, Armschützer, Zorn des Berserkers erhält den Effekt jeder Rune. Amulett habe ich das Höllenfeuer-Amulett drinne. Ist nichts Geiles. Da kann man bestimmt noch was Besseres finden. Ist aber das, was ich jetzt habe. Da ist Berserkerwut drinne. Deswegen haben wir bei der passiven Waffenmeister mit reingenommen. Ich habe mich gegen Tobsucht entschieden. Obwohl Tobsucht besser wäre, was die Prozente angeht, weil man das 25 Mal stapeln kann. Problem ist aber, das hält 8 Sekunden nur an und wir müssen in der Zeit Gegner töten, damit das gestapelt werden kann und das verfällt nach 8 Sekunden. Dieser Bonus hier, 8% erhöhter Schaden für Schwerter, ist halt doppelt, 16% ist halt bei Waffenmeister dann schon mal besser als irgendwas anderes zu nehmen. Im Würfel haben wir ganz normal Amboss Stolz, Mantel der Kanalisierung, Obsidianring des Tierkreises für Reduzierung, Amboss Stolz. Ganz wichtig bei Wirbelwind-Set, Angriffe mit Wirbelwind belegen Gegner zusätzlich mit Zerfleischen und der gesamte Schaden von Zerfleischen wird im Verlauf von einer Sekunde verursacht. Das ist halt rudimentär wichtig. Wichtig im Helm des Ödland, also Ödland-Set komplett anhaben, kein Prunkring dazwischen oder sowas. Hier wichtig, meine Bewegungsgeschwindigkeit ist um 50% erhöht, verringert sich aber, wenn Gegner in meinen Umkreis kommen. Also für jeden Gegner von innerhalb 25 Metern ist 10% bis maximal 70% reduziert. Das heißt, ich bin sehr langsam, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Zeige ich euch gleich auch noch warum. Reduziert euren Schaden um 15%, wenn sich 3 oder weniger Gegner innerhalb von 25 Metern befinden. Bei mehr als 3 Gegnern wird euer Schaden pro Gegner um 5% erhöht bis maximal 50. Das ist ziemlich gut, weil es sind wirklich in hohen Rifts immer sehr viele Gegner aufeinander. Am Ende beim Portal-Boss ist es ein bisschen scheiße, weil der Schaden um 15% reduziert ist. Macht aber nichts, da wir die Passive haben, die. Ich glaube, Raufbold war es. Nee, die andere. Ja, doch, Raufbold, glaube ich. Mit denen, dass wir 8% mehr kriegen. Also gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Dann haben wir noch drauf reduziert die Abklingzeit aller Fertigkeiten um 15 und reduziert alle Ressourcenkosten um 13. Das ist, der Stein heißt Splitter des Hasses. Und der ist gut kombinierbar halt mit dem Stein. Rudiment der Schmerzen. Ne? Das, was ich bis jetzt so am besten finde. Dann Ödland. Ödland, gucken, dass man irgendwie Abklingzeit, kritische Trefferchance, Schaden mit reinkriegt und so, was halt wichtig ist, damit man den Berserker mal aufrechterhalten kann. Schmäher und der kleine Schurke ist halt gut, weil ihr übelst viel Sustain bekommt durch die Passive der Fähigkeit, ne, mit den ganzen Rüstungen und dann kriegt ihr noch Attack Speed dazu. Je mehr Attack Speed, desto öfter ticken die Wirbel, ne? Dann Gürtel.
Klagelied ganz wichtig. Gegner können mit zwei Stapel von Zerfleisch belegt werden und der Schaden von Zerfleisch wird um 136% erhöht. Dann Ödland Hose, Ödland Schuhe und das war's eigentlich schon. Beim Begleiter habe ich ganz normal drin, dass Gegner, die nur noch 20% HP haben oder 19, die werden von ihm permanent einfach gestunt. Als Schulter nehme ich immer Plattenschulter von Zakara mit, weil meine Gegenstände gehen nicht mehr kaputt, ich muss die Scheiße nicht mehr reparieren. Goldhaut, wenn ich Normals spiele, ganz normal. Dann hier Stufe 1 auf jeden Fall heilen, Stufe 2 Treue, Stufe 3 ist dann Ansturm und die letzte ist halt da. Stirbst du halt nicht. Da hast du ein Leben mehr. So als Kopf nehme ich immer zerbrochene Krone mit und hau da einen Stein rein. Das ist aber obviously nicht wirksam, weil der Stein, der in eurem Kopf ist, ist wichtig, nicht der, der an der Krone ist. Also es ist eigentlich scheißegal, was da drin ist. So, Duft der Zeit, ganz normal. Pylon-Effekte halten doppelt so lange an. Das ist Must-Have. Also bei eurem Begleiter, Sturmschild, keine Ahnung, könnt ihr mitnehmen. Nemesis auf jeden Fall mitnehmen, weil die Schreine, da braucht ihr die Bosse, die kommen. Band der Leere ist, sucht Gegner heim, werden halt, kriegen so ein, keine Ahnung, habe ich einfach reingemacht. Bei dem anderen Oculus-Ring, ganz wichtig, wenn ein Gegner getötet wird, besteht die Chance, dass so eine kleine gelbe Fläche auf dem Boden erscheint. In der Fläche kriegen wir 79% mehr Damage. Ist halt gut, wenn wir Elite in der Nähe haben. Begleiter kann nicht sterben, obviously. Und dann das Set Gang der Weisen. Also Reise der Weisen, because wenn ihr zum Beispiel jetzt losgeht und ihr spielt normale gelbe Rifts, dann verdoppelt sich die Menge an fallen gelassenen Atem des Todes. Das ist halt geil, um Atem des Todes zu farmen, ne? Weil die halt auch schon selten sind. Und sonst ist hier eigentlich nichts wirklich, wo man sagen kann, dass es der Rede wert. Wie gesagt, Fähigkeiten ganz normal. Kann man sich nochmal angucken. Wir nehmen hier natürlich Zerfleischen. Zerfleischen mit. Zerfleisch mit Blutbad ist Standard. Wir nehmen Wirbelwind mit Auge des Sturms mit, weil wir brauchen pro Gegner Wut. Das kriegen wir halt mit den Waffen, die wir haben, nicht. Das kriegen wir nur mit den anderen, mit den Bulkatus-Dingern. Aufstampfen immer mit Zerren und Schmettern. Wir ziehen die Gegner 24 Meter ran und Gegner in der Nähe werden angegriffen. Die werden halt nochmal gestunt für kurze Zeit und können nichts machen, sind dann unbeweglich. Das heißt, wir machen noch mehr Damage, weil wir ja die Steine auch noch in der Klamotte haben. Dann Kampfrausch. Mit Blutvergießen fügt Gegnern im Umkreis von 20 Metern alle eine Sekunde Schaden in Höhe von 20% des letzten kritischen Treffers zu. Das ist wichtig. Dann gewappnet mit erhöht den Widerstand gegen alle Schadensarten. Da kann man auch noch das hier reinnehmen. Das hier mit Veteranwarnung erhöht zusätzlich die Ausweichchance. Aber ich nehme das mit rein. Und Berserker ist eigentlich egal. Ich habe Wahnsinn drinne. Es ist völlig egal, was ihr da nimmt, weil ihr sowieso alle Runen aktiviert habt durch die Armschiene. Dann haben wir hier dabei Gabe des Bulkatos, reduziert die Abklingzeit von den Fertigkeiten Erdbeben, Ruf der Urahnen und Zorn des Berserkers um 30 Sekunden. Das ist halt mega wichtig. Dann haben wir hier drinne Raufbold. Ne, solange sich drei Gegner im Umkreis von 12 Metern befindet, wird sämtlicher von euch verursachte Schaden um 20% erhöht. Ist halt für den Rift am Ende nicht so geil, aber ist immer noch besser als alles andere. Dann haben wir Waffenmeister mit reingenommen, habe ich ja schon erklärt. Und dann gnadenlos, weil die passive Berserkerwut haben wir in unserem Amulett. Verursacht bei fast maximaler Wut 25% mehr Schaden. Ne? Nur damit ihr das nochmal wisst. Paragon-Stufen sollten eigentlich geläufig sein, immer erst das Wichtigste machen. So, dann gehen wir mal einen 100er machen. Und ihr seht auch schon, wie schnell ich bin. Das ändert sich aber, wenn wir im Rift sind. Absolute Bestleistung ist sogar 101. Ja, nehmen wir mal 101. Am Anfang hier immer erst Kreis, Dreieck. Und dann einfach nur noch zusammenziehen immer. Immer schön aufstampfen. Jetzt ist da unten der Kreis, der wäre halt optimal gewesen, aber den können wir halt nicht benutzen, weil da die Laser waren. Das ist schön, wenn die sich so aufbolzen. Hier können wir jetzt in den Kreis gehen und die Gegner hier reinziehen.
Da sterben die dann auch recht schnell. Muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe noch nicht genug Sekunden, um meinen Berserker dauerhaft aktiv zu halten. Immer wieder mit Aufstampfen arbeiten. Dann geht's eigentlich ziemlich easy. Sofort wieder Berserker aktivieren, wenn es geht. Und ab in den nächsten Rift. Und immer dabei drehen, wichtig, weil ihr müsst eure Passiven aktiv halten. Und immer darauf achten, dass immer ein bisschen den Kreis mit benutzen, wenn es denn möglich ist. Immer wieder aufstampfen. Hier ist der Kreis ganz gut gedroppt. Das heißt, wir können hier drinnen stehen und ordentlich Damage machen. Der Kreis ist genau unter unseren Füßen gespawnt. Natürlich perfekt. Der Portalwächter ist angekommen. Besten, wenn wir ihn hier reinziehen könnten, aber ich glaube, das wird nichts.
noch ein wenig länger bleiben. Ja, das war dann unser 101er. Ja, man merkt, man kommt schon so ein bisschen an die Grenze. Was ich jetzt aber nochmal schnell zeigen kann, ist, die Steine, die wir mitnehmen in den Ring, ist natürlich Teguk. Dann den Verderben der Geschlagenen. Und im Amulett haben wir Verderben der Gefangenen drin. Sind wichtige Steine, die wir brauchen, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Aber wir haben schon gemerkt, jetzt am Ende hat ein bisschen der Schaden gefehlt. Weil das halt nur ein Gegner ist. Der Beste ist halt, wenn ihr die Ratte habt, die die ganze Zeit aus seinem Rücken da diese Kacke rauskackt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist halt so das Beste, was ihr machen könnt. Um dann easy bei sowas durchzukommen. Ne? Ich sag danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal Diablo wieder. Tschüss, bis dann.